Hallo liebe Freunde, hier sind 62 wichtige Verben. Waschen. Heute wasche ich die Wäsche. Schießen. Der Verbrecher hat auf den Polizisten geschossen. Rauchen. Ab morgen werde ich nicht mehr rauchen. Schneien. Es schneit jetzt hier seit 2 Tagen. Abschleppen. Nach dem Unfall musste der Wagen abgeschleppt werden. Fischen. Am Sonntag gehe ich mit meinem Großvater am See fischen. Anschnallen. Ich schnalle mich immer an, wenn ich Auto fahre. Präsentieren. Er hat seinem Team die neueste Version der Software präsentiert. Gegen eine Laterne fahren. Beim Ausparken bin ich gegen eine Laterne gefahren. Anrufen. Mein Chef ruft mich an. Feuern. Du bist gefeuert. Tanzen. Wir tanzen immer gerne. Schlafen. Mein Hund schläft mittags 2 Stunden. Einkaufen. Ich kaufe nur bei Aldi ein. Auspressen. Kannst du die Zitronen auspressen? Langweilig sein. Es war ihm sehr langweilig. Abbeißen. Darf ich mal von deinem Apfel abbeißen? Entfernen. Ich kann den Fleck auf dem Teppich nicht entfernen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Lauter stellen. Kannst du bitte den Fernseher etwas lauter stellen? Deutschland stärker bekämpfen. Das Kabinett brachte dafür mehr staatliche Leistungen für Kinder von Geringverdienern. Leiser stellen. Kannst du bitte den Fernseher leiser stellen? Mehr Geld etwa für Schulessen geben. Umarmen. Tom umarmt Maria zum Abschied. Klicken. Zur Vergrößerung kannst du auf das Bild klicken. Zerbrechen. Ich habe aus Versehen den Teller zerbrochen. Teilen. Hat dir das Video gefallen? Dann teile das mit deinen Freunden. Geben. Wie viel Geld gebt ihr den Straßenmusikern? Tanken. Ich habe 40 Liter Diesel getankt. Sägen. Er sägt die Bretter für das Regal. Tropfen. Mein Wasserhahn im Badezimmer tropft.
Rechnen. Wenn man die Kosten pro Kilometer mit 23 Cent rechnet, dann kostet die Fahrt 138 Euro. Kaffee machen. Komm, ich mache dir einen Kaffee. Schmücken. Sie hat den Weihnachtsbaum geschmückt. Lieben. Schatz, ich liebe dich. Wahnsinnig machen. Mein vierjähriger Sohn macht mich wahnsinnig. Gießen. Sie gießt die Blumen. Backen. Ich backe heute einen Pflaumenkuchen. Denken. Ich denke nur an unseren Urlaub. Reparieren. Ich repariere kaputte Handys. Lachen. Ich habe heute Abend viel gelacht. Kassieren. Dortmund hat 3 Tore kassiert. Singen. Ich singe den ganzen Tag, außer wenn ich schlafe. Ausmachen. Ich mache das Licht aus, wenn ich ins Bett gehe. Sport treiben. Wir treiben morgens regelmäßig Sport. Braten. Ich möchte meine Eier in der Pfanne braten. Pürieren. Wir haben das Gemüse mit der Küchenmaschine püriert. Löschen. Ich habe die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht. Sparen. Wir müssen sparen, wenn wir in den Urlaub fahren wollen. Treffen. Wir treffen uns regelmäßig in einem Café. Auspusten. Sie hat alle Kerzen ausgepustet. Sich wundern. Meine Oma hat sich gewundert, dass unsere Miete zu teuer war. Gießen. Kannst du mal Kaffee in die Tasse gießen? Anmachen. Kannst du das Licht anmachen? Föhnen. Ich föhne die Haare mit dem neuen Föhn. Füttern. Ich füttere meinen Sohn mit Brei. Aufpumpen. Ich muss noch den Ball aufpumpen. Hinaufgehen. Du musst die Treppe hinaufgehen, dann siehst du den Laden. Messen. Meine Mama hat bei mir Fieber gemessen. Streiten. Meine Eltern streiten sich jeden Tag um unwichtige Dinge.
Essen geben. Insgesamt könnten von den Verbesserungen bis zu anschauen. 4 Millionen Kinder profitieren. Wir schauen uns die Nachrichten im Fernsehen an. Der Bund kritisiert die Regelungen als zu kompliziert. Abonnieren. Hat dir das Video gefallen? Abonniere mal unseren Kanal. Schneiden. Der Friseur schneidet die Haare mit der Schere. Schellen. Klopf doch bitte das nächste Mal an, anstatt zu schellen. Hier ist das nächste Video. Kleben. Ich habe die Urlaubsbilder an die Wand geklebt. Sich drehen. Der Mond dreht sich um die Erde. Bügeln. Ich muss noch meine Hemden bügeln.